Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und Leute, ich habe Updates für euch, also ich habe Informationen für euch. Das ist nämlich ganz nice. Und zwar, ihr wisst ja wahrscheinlich alle, dass ich ab heute Nachmittag eigentlich im Urlaub bin. Und ich auch eigentlich nicht spielen kann und auch keine Kommentare lesen kann, also nicht auf YouTube was hochladen kann. Ja, jetzt hat sich was Kleines geändert. Und zwar werde ich höchstwahrscheinlich vielleicht doch irgendwie noch Kommentare von euch auch lesen können, weshalb es auch vielleicht höchstwahrscheinlich aber auch am Freitag noch ein Video geben wird. Aber ich muss erstmal gucken, ich muss noch vorproduzieren und so. Ich muss einfach mal schauen, ob ich es noch schaffe. An alle Leute, die jetzt auch das Video nach 14 oder 15 Uhr schauen, es wird ein bisschen knapp, dass ich eure Kommentare noch lesen kann. Ich muss einfach mal schauen, ich muss einfach gucken, Leute. Ich muss einfach gucken, ob ich die Kommentare lesen kann, weil es gibt ja auch sowas, das nennt sich mobile Daten. Nur blöd ist es natürlich, wenn man hier, wie ich, wie der Gute macht aus dem Schacht, seine mobilen Daten schon mal ein bisschen so verbraucht hat und es dann ultra langsam ist. Aber ich muss einfach mal schauen, vielleicht geht's. Und ich kann auch eure Kommentare lesen. Ich hoffe, es geht einfach, okay? Also, ich sag mal so eine Zahl, so von 70% zu 70% kann ich eure Kommentare lesen. So sieht's auf jeden Fall aus. So sieht's auf jeden Fall aus und ich möchte euch mal zeigen hier in Division Rivals. Ich habe tatsächlich mal 1 gegen 1 gespielt, Leute. Das ist sogar eine Premiere hier. Guck, ich kann sogar noch ein Pack abrufen. Sehr stark. 42.000 Münzen. Sehr stark. Und 85. bin ich gerade. Also ich bin zurzeit 85. Vielleicht kriege ich ja noch so einen Token Point. Dann muss ich aber heute nochmal spielen. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute noch hinbekomme. Im Shop kann ich nämlich noch hier das Gratis-Pack öffnen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr stark. Jawohl. Hier haben wir's. Sehr schön. Gehen wir jetzt auch rein. Und zwar hier, Leute. Das heutige Thema des Videos ist das Icons-Event. Ihr wisst ja, Leute. Ihr wisst ja alle, ich spiele das Icons-Event eigentlich gar nicht. Überhaupt nicht. Aus dem einfachen Grund, weil ich einfach SBCs hasse. Ich hasse SBCs und ja, aber Leute, es gibt nämlich auch Erneuerungen und zwar, es wird neue Icons geben. Dann stellt sich auch für mich hier die Frage, ist es vielleicht doch gut, sich mal eine Icon zu gönnen? Ich weiß nicht, ich habe 200 von diesen Punkten, weil die hat man ja Free-to-Play irgendwie bekommen. Leute, vielleicht werde ich mir hier ja dann noch eine neue Icon holen. Ich werde es euch gleich einblenden, wer die neuen Icons wären. Weil zurzeit eine Maldini, ja, es sind halt alles kranke Spieler hier. So eine Maldini, Sanchez, Neved, Ricciard, das sind alles richtig, richtig kranke Spieler. Aber ich habe einfach keine Lust auf SBCs, weil man da so viele Spieler auch reinhauen muss. Das ist immer ein Kopfzerbrechen, ob ich das machen soll oder nicht. Deswegen mache ich es auch meistens nicht. Und ich denke, ich blende euch mal hier die Icons ein. Ja, und Leute, da gehen jetzt auch erstmal wieder Grüße raus an Matti aus der VIP Pack Trader Army. Er wird wahrscheinlich auch dieses Video nicht sehen, aber von ihm kommt auch dieser Screenshot. Denn ja, das ist auch alles jetzt gepostet worden schon auf dem FIFA Mobile Discord Server. Und also es wurde schon offiziell geleakt von EA. Und ja, wir können es uns ja mal anschauen hier. Also es gibt einen Oven, es gibt einen Drogba. Und Leute, Drogba ist schon richtig geil. Didier Drogba. Mit Target, also dahinter stehen die Skill Boosts und ein Campbell, ein Zambrotta, ein Vieira, ein Socrates, ein Figo, ein Luis Figo, Alter, Luis Figo wäre schon echt krass. Luis Figo, dann und noch ein Cruyff, Alter. Das sind schon echt kranke Spieler, weil auch ein Drogba gibt es ja schon als Prime-Icon und ja, es sieht halt alles krass aus und man weiß halt nie so richtig auch, weil das Rating wurde jetzt noch nicht veröffentlicht und auch noch nicht die Position. Ich denke, wenn das dann heute Abend müsste es ja rauskommen, genau, heute Abend müssen ja die neuen Icons auch rauskommen. Wenn es dann draußen ist, ja, das wird auf jeden Fall richtig krass. Das wird auf jeden Fall dann richtig krass. Ich kann es nicht spielen, aber ja, ich bin auf jeden Fall hyped, wenn ich dann irgendwann mal wieder in FM drin bin, dann werde ich auf jeden Fall das anschauen. Ja, jetzt habt ihr es auf jeden Fall gesehen, also es sind schon echt kranke Icons dabei, wo ich mir dann auch selbst die Frage stelle, lohnt sich das? Vielleicht sollte ich mir doch eine Icon mal holen, aber safe wird es dann keine sein, die in mein Team passt, denn da muss man so viel ausgehen, muss man so viele Spieler reinbuttern, um eine Icon zu bekommen, die auch ins Team passt, weil ich brauche halt welche mit einem höheren Guesswert und ich glaube, die sind sehr, sehr schwer zu bekommen, weil zum Beispiel Maldini, der ist ja fast unmöglich zu bekommen, also free to play, deswegen, ja,
ich denke einfach mal, ich werde einfach mal schauen, was die alle so für Ratings haben, weil die Ratings wurden jetzt noch nicht geleakt. Und genau, das war, sollte jetzt auch eigentlich schon gewesen sein von dem heutigen Video. Leute, morgen gibt es wieder ein heftiges, anderes Video. Und ja, also freut euch auf jeden Fall drauf. Und vielleicht gibt es auch am Freitag ein Video. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das hinkriegen werde. Und ja, dann würde ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Dennis, du Ehrenmacht, da ist Macht aus dem Schlacht. Mauji, Macht aus dem Schlacht.